Wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 14. September, 8.51 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Gestern haben wir nicht getradet aufgrund der EZB-Sitzung, Zinsentscheidung. Ja, deswegen heute Freitag, dann wieder Einstieg, 14. September. Wir holen jetzt die Linien aus der Garage und wir haben eine kleine Box. Wir könnten jetzt oben, unten, spielt eigentlich keine Rolle. Ich platziere die Linie hier unten und wir haben also ein direkt bei der 12.100er Marke, also Tickchen darunter unter der Big Number. So, das ist die Linien, das wäre also unser Niveau. 12.100 Short, 12.115 Long. Normalerweise treten wir in Big Number Trade, das wäre hier. Jetzt machen wir aber, wir bleiben unserer Linie morgens hier treu. 1 Minute und 24 noch, bis wir die Box scharf schalten. Wir bleiben beim DAX. 15er Box ist ideal aktuell. Okay, heute ein bisschen früher. Wir kontrollieren nochmal. Alles angeschaltet. 10, 10 und scharf geschalten. Also, jetzt ist es amtlich. Bei 12.115 würden wir long gehen und bei 12.100 direkt an der psychologischen Big Number Marke würden wir short gehen. Das sind die beiden Orders und dann warten wir jetzt gespannt auf die Eröffnung. Wir haben ein Gap, wie gesagt, eine Kurslücke von gestern Abend bei 85 circa. Daily Pivot liegt weit entfernt bei 72. Also schauen wir mal, was Frankfurt macht. So, noch 11 Sekunden bis zum Start in Frankfurt. 8 Sekunden. 4 Sekunden. Und los geht's. 9 Uhr. Noch nicht ausgeführt. Erste Minute gleich rum. Recht ruhig. So, der erste Trade getriggert und zwar im Short-Modus. Unser Gewinnziel liegt bei 93. 92 etwas, wenn der Markt jetzt hier weiter nach unten läuft. Die Gegenorder oben bei 12.115 wurde schon rausgenommen jetzt von der Software und multipliziert. Wir schauen mal, ob der Markt hier in Richtung Gap Closing laufen möchte. Dafür müsste er jetzt unter die 12.100er Marke rutschen. So, im Raum ist die einhellige Meinung, so wie sieht es momentan aus, erstmal Richtung Gap Closing. Aber wie gesagt, spielt eigentlich auch keine Rolle, ob der Markt jetzt fällt oder steigt. Hauptsache, er macht eine Bewegung und das wissen wir. 16,75 Punkte ist die aktuelle Trading Range im DAX. Die wird definitiv so heute Abend nicht sein. Das heißt, wir werden hier eine Bewegung haben. Durchschnittliche Range im DAX liegt bei 100 bis 120 Punkte. Oh, die 12.000er Marke ist durchbrochen. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen Schwung reinkriegen. 12.096 gehandelt, 97 gehandelt. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Wir brauchen noch ein paar Punkte. No Uhrzeit, Vergleich 9:04 Uhr. Die erste 5-Minuten-Kerze dann gleich rum. Gap Closing wäre dann in Richtung 85. Und ihr seht auch hier ein Armdrücken um die 12.100er psychologischen Marke. Jetzt sind wir wieder bei 12.1. Wir sind short im ersten Trade und die erste 5-Minuten-Kerze ist jetzt ausgeprägt. Und so, 9:06 Uhr gleich. Das Tief war 94. Brauchen noch einen Schwung nach unten. 96, 97.
Jetzt kommt Druck drauf. Einmal schon touchiert, berührt die blaue Linie. Wir brauchen noch ein Stückchen nach unten. So. Jetzt. Wir brauchen noch einen Punkt. Gehandelt, 96 gehandelt, 9:07 Uhr. Die zweite 5-Minuten Kerze sieht doch eher short aus. Wir brauchen jetzt noch einen Schwung nach unten und die rote Ask-Linie, die muss unter der blauen Linie sein, diese kleine rote Linie, dann sind wir draußen. Das ist der Verdienst vom Broker, die Ask-Linie. 9:10 Uhr und wir sind wieder bei 12.100. Erste Box, erster Trade immer noch am Laufen. Ein Angriff, wir sind wieder unter der 12.100er Marke. 9:12 Uhr. Wir brauchen einen Kurs unter der blauen Linie, beziehungsweise die Ask-Linie, die kleine rote muss unter der blauen sein, dann sind wir draußen. 97 gehandelt, 98 gehandelt. So. Die nächste 5-Minuten Kerze in Anmarsch. Wir sind bei 12.098, 9:15 Uhr aktuell. '97 gehandelt. So, also. Es hat ein Punkt gefehlt. Wir sind jetzt im zweiten Trade. Der Markt dreht. Es ist 9:16 Uhr. Jetzt schauen wir mal, ob wir weiter Dynamik hier reinbekommen. So. Es ist 9:18 Uhr und wir haben die 21er Marke jetzt hier. Der richtige Widerstand für den heutigen Tag. Müssen wir rüber. Unser Take Profit liegt bei 27. Wir brauchen jetzt einen Schwung nach oben. So. Gucken wir mal. 52 Sekunden noch, bis die Kerze ausgeprägt ist. Die 9:20 Uhr Kerze. Wir sehen hier auch die blaue Linie. Dort müssen wir hin, hier oben mit der roten Linie, 28 Sekunden noch. So, die nächste Kerze, 9:20 Uhr. Die Frage, kriegen wir einen Kurs über der 21er jetzt mit Schwung rüber? Ja, wie gesagt, das ist hier eine Widerstandszone hier in diesem Bereich, da muss er rüber. Uhr, wir sind im dritten Trade. Der Markt hat also oben einmal hat einmal Hallo gesagt bis zum Widerstand, was ich eben erwähnt hatte bei 21. Und jetzt sind wir in Richtung 3 und jetzt ziehen wir ein bisschen unsere TP-Linie, das ist ja Regelwerk. Im dritten Trade versuchen wir, wenn es denn zum Gap Closing kommt, da liegen wir auch fast drauf beim Gap Closing, dann wollen wir ein bisschen mehr mitnehmen. Kommt Druck drauf, 95 gehandelt. Sekunden noch bis zur nächsten Kerze. Und ihr seht eine weiße, eine schwarze. Ja, unentschieden noch hier. 96 gehandelt. Da macht einer Spielchen mit uns hier um bei der Big Number 12.000. Jetzt 96 gehandelt, 95 gehandelt. Und vorsichtshalber noch Schloss davor. Wenn wir durch die gestrichelte Linie durchgehen,
Wenn wir durch die gestrichelte Linie durchgehen, dann wie gesagt, steigen wir aus. Wir haben den Trade auf angepasst gedrückt, haben ein bisschen nach unten gezogen und wir liegen jetzt bei 87. Müssen wir mal gucken. Gap Closing hier, dass wir da dann aussteigen. Oh, jetzt nochmal ein Einstieg auf. Wir sind drüber, 12.114. Wir sind jetzt im letzten Trade. Letzter Trade. Wenn der Markt jetzt nicht nach oben will, müssen wir uns abhatchen. Also, es ist 9:26 Uhr. 9:27 Uhr. Und wir sehen hier oben die blaue Linie. Wenn es jetzt schnell geht, wir schieben die Linie auch nach oben weg. Gestrichelte Linie ist unser TP. So, sind wieder an der Widerstandszone 12.121. Da müssen wir jetzt rüber. So, nächste Kerze 9:30 Uhr. So, jetzt müsste er allmählich zünden. Noch kein Gap Closing. Und wir haben zweimal die 20er, 21er antuschiert. Oh, jetzt startet er. Jetzt sollte, wir haben 23 gehandelt. Wir brauchen die gestrichelte Linie und dann gehen wir manuell raus. Brauchen noch ein Stückchen nach oben, einen Schub. Kurs. Wir brauchen einen Kurs hier über der 21er Marke. 5 Sekunden noch. 3 Sekunden, 2, genau an dem Niveau. So, und wir sind bei 12 und wir werden, wenn wir unter der 10er Marke sind, wir jetzt bei 0,9. Wir haben schon den Button auf unseren Hedge. Wir wollen nicht in den fünften reingehen. Wir wollen nicht in den fünften reingehen. Bleiben in dem vierten nach Regelwerk. Dreizehn wieder gehandelt, 12 gehandelt. So, jetzt haben wir mal auf Minutenchart gewechselt. Wir halten uns immer noch über 12.100, aber richtig Kauflust kommt hier nicht rein. So, die nächste Kerze, 9:40 Uhr. Auch nach wie vor sind wir über der 12.100 der 10er Marke. Wir sind bei 15. Keine Entscheidung bisher getroffen hier, der Markt. Also 21. Irgendwie ist dort ein schönes Level hier. Schaut mal, da, wenn wir da drüber sind, durchaus denkbar, dass wir dann schnell nach oben laufen, wenn er möchte. So, jetzt sind wir drüber. Jetzt gucken wir mal, ob es jetzt Anschlusskäufer geht, ob es schneller geht. Wir sind jetzt bei 24. Und raus. Wow. Und raus. Was für ein Trade. 9:45 Uhr. Und mehr ins Portemonnaie geholt. Mehr ins Portemonnaie geholt.
Also, heute sehr, sehr speziell. Trade Nummer 1, 2, 3 und 4 in Gewinn und mehr rausgezogen aus dem Trade. Ja, wir haben fast ein halbes Prozent, 0,3% hier reingeholt, 0,2%, Entschuldigung. Ja, also, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Trade Nummer 457. Trade Nummer 457, Handelstag. Morgen bzw. Montag haben wir IB Days. Das heißt, wir sind da auf dem Online-Seminar. Ich weiß nicht, wie wir da die Übertragung kriegen. Ansonsten dann voraussichtlich erst wieder Mittwoch, weil wir dann von Frankfurt auch am Dienstag zurückfahren. Ja?